Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellar Blade und dem Beagle. Wo ich hier so unten am Rumblubbern bin, mit Eve, habe ich mich gefragt, was eigentlich mit dieser Fishing-Stelle da ist. Und warum kann ich irgendwann fischen? Und wann kann ich mal fischen? Don't know. Wie braindead kann man sein? Der Beagle, yo. Bin ich doof? Nee. Da braucht ihr nicht drauf zu antworten. Der Beagle möchte nicht hören, ob er doof ist oder nicht. Aber... Troll? Ah, nee, da geht's tatsächlich lang. Was für eine Zeitverschwendung. Was? Warum? Zeitverschwendung? Es war nicht komplett sinnlos. Das ist mir egal. Ich will einfach nur ein Bad. Also für so einen Cyborg ist sie ganz schön pingelig, ne? Ich sehe jetzt erstmal, dass die einen roten Streifen am Rand hat. Naja. Ist das ein Whale? Nein, das kann ich sehen. Ich habe es bestimmt einfach übersehen, weil die Haare immer drüber sind. Ein Mensch. Sie haben Kinder Waffen gegeben. Eins der verängstigten Kinder brachen Tränen aus. Das arme Kind wurde weggebracht und man hörte nie wieder etwas von ihm. Versuchen wir überhaupt noch, diese Monster zu bekämpfen? Oder werden wir gar selbst zu diesen Monstern? Ui, das ist immer so bitter, sowas zu lesen. Was? Okay, wartet mal. Hier! Okay, ich bleib mich doch mal aus. Alter, hab ich Glück gehabt. Alles okay? Alles gut. Es geht ein. Lauf! Was? Oh Gott. Voll auf sie fortgeflogen. Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte tot sein müssen. Oh Gott, ich bin noch nicht tot. The evil was in. Jo. Nee, ne? Schon wieder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, dass die sich da beschweren, verstehe ich schon vom Dead Space. Ach du Scheiße. Weil mal ganz im Ernst, sorry Leute, aber das ist mega. Upsala. Nein, das habe ich jetzt nicht extra gemacht. Ich bin einfach. Oh Gott, wie viel Glück ich beim ersten Mal hatte. Unglaublich. Oh Gott, nein! Nein! Hatte ich beim ersten Mal irgendeinen Bonus, von dem ich nichts mitbekommen habe? Kann ich auch langsamer rutschen, bitte? So für Idioten langsamer? Nein! Leute, ich bin doch beim ersten Mal deutlich... Könntet ihr ein bisschen Mitleid mit mir haben? Nur ein bisschen? Oh Gott, ich oh Gott, oh Gott. Oh, nicht schon wieder. Alles okay? Keine Zeit zum Atmen. Hey, pass auf! Spreng! Boah, ich glaube, so oft bin ich in dem ganzen Spiel noch nicht gestorben. Nun, zumindest wird's nicht langweilig. Oh, come on, halt die Schnauze, Junge. Wow,
Ja. Dieser Ort fühlt sich anders an. Ich spür's auch. Ja, nun, ne? Oh, hier ist ja ein. Den hätte ich bullshitten können. Naja. Und warum genau fühlt sich dieser Ort anders an, Eve? Da ist ein Gegner. Ach, so eklig. Ihr seid so eklig. Ah, Mensch. Der Totenhart. Ich bin ganz allein an diesem dunklen Ort. Ich komme mir vor wie ein Kind, das weit weg von der Mothersphäre ausgesetzt wurde. Reicht ihre Güte nicht bis in die Tiefe? Mutter. Sehr viel Zweifel mittlerweile an. Wie können die mich eigentlich da erwischen? Sagen, was ist das Problem? Okay, das war knapp. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Was war denn daran jetzt knapp, Kumpel? Wir kommen dem Alpha-Signal immer näher. Der Alpha-Nativer ist anscheinend oberhalb dieser Treppe. Eve, sieh mal hier. Ein Vermächtnis des zweiten Landetrupps. Da bin ich aber gespannt. Vielleicht können wir das Geheimnis des vorherigen Vermächtnisses lüften. Warte, wenn wir es hier abspielen, könnte das andere Nativas anlocken. Keine Eile. Dafür ist noch genug Zeit, sobald wir den Alpha-Kern gefunden haben. Ja, fokussieren wir uns auf den Kampf gegen den Alpha-Nativa. Ich bewahre es auf. Los jetzt. Okay. Das ist doch irgendwo da oben ist ein menschlicher Körper. Ein Waffenkern. Sehr schön. Ein Modifikationssockel. Sehr schön. Der ist damit abgeschlossen. Ah, mir fehlt noch genau ein Trinksystem. Kann ich das jetzt? Ja, kann ich. Nee, das gucken wir uns gleich an. Was kann ich hier machen? Die Dosen. Man kriegt ja ein Outfit dafür, die Dosen alle gesammelt zu haben, aber naja. Finde ich schon ein bisschen verlockender, wenn ich es mal wieder brauche. Achso, ich wollte das Auto dann angucken. Ein Modifikationssockel mehr. So, was. Jetzt könnte ich mal was auf Schaden machen. Warte mal, was hat denn hier generell drei Sterne? Ne, das geht jetzt nur noch abwärts, ne? So viel drei Sterne Dinger habe ich nämlich gar nicht. Die sind schon aufgeteilt nach ihrer Beta-Verstärkung ausgerüstet. Okay. Ja, aber ich habe da einfach Nahkampfschutz und Beta. Warte mal, kann ich die Beta laden? So, Nahkampfschadenverringerung. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das ist dann, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und dann schauen wir mal.
Nein. Also vorne sieht es sehr cool aus. Hinten sieht es nicht so cool aus, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht überlege ich aber das hier auch mal anzuziehen. Ich meine, das sieht auch sehr cool aus. Ja, komm. Wie sehen denn die Schuhe vorne aus? In weiß. Das sieht schick aus. Muss ich sagen. Ich mag das. Ah, da vorne. Ich habe das Gefühl, die Dinger, die sie da unten an die Füße dran klitscht bekommen, werden immer höher. Oder es sieht nur so aus. Was ist das hier? Eine Kampfarena. Ein uraltes Wasserreinigungssystem. Das ist die Quelle der Kontamination. Ja, wir haben es endlich geschafft. Okay. Ich werde mal gucken, je nachdem, was ich noch so für Outfits kriege, versuche ich mal auch ein bisschen durchzuwechseln. Will euch da... Oh Gott, Eve, bitte nicht. Das sah jetzt aus, als wollte sie sich absichtlich umbringen. Sie hat es auch satt, ständig die Kleider wechseln zu müssen. Eve, da hängt was in der Luft. Ich sehe es. Das kann ich schon wieder... Mensch, der noch lebt. Was machen wir? Oh mein Gott, das ist doch nicht... Wir müssen sie vor der Kontamination... Was ist das denn? Unmöglich. Es ist doch die, die uns am Anfang gerettet hat. Teacher, oder wie sie heißt. Tichi? Tachi. Taki. Taki. Wie? Wieso bist du hier? Das Alpha-Signal wird stärker! Eve, das ist ein Alpha-Netiber! Was? Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich hab gut Schaden. Sie hat einen Flügel. Wow. Ja, das ist gut. Warum hat sie einen Flügel? Ich liebe diese Attacke, ich muss es einfach so sagen. Warum? Aber so richtig Flügel sind das auch nicht, ne?
Okay. Irgendjemand hat sie auf jeden Fall repariert. Mal unabhängig davon, dass sie jetzt ein Nightie-Bar ist, obwohl sie sie auf jeden Fall repariert. Aber ich hab grad keine Lust und Zeit. Die packt dieses, ihr Schwert in die Haare. Jetzt check ich das erstmal. Ja. Eve. Ich glaube, sie wird nicht länger kontrolliert. Oh nein. Ich habe ihn erwartet. Diesen letzten Augenblick. Jetzt kannst du ruhen. Er. Mein Eve. Danke, dass du da warst. Ich habe noch eine Bitte an dich. Meine Erinnerungen. Mother Sphere. Kannst du sie hier schicken? Wird der Memory Stick denn zerstört? Jetzt, wo er schon kontaminiert ist? Nein, das wird er nicht. In diesem Fall werde ich zwischen den Sternen ins All schweben. Taki! Oh, das war jetzt bitter. Ich verspreche es. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Arme Eve. Oh Gott, ich habe so viel bekommen. Ich lese mir das gerade einmal durch. Nano-Elemente hören wirklich. Okay, Gold habe ich bekommen. Und die Quelle Versorgung, Erweiterung. Waffenkern, okay. Taki. Ich hätte sie jetzt Tachi genannt, aber ist egal. Taki natürlich dann. Das war jetzt, oh Gott, das war irgendwie unerwartet und doch irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass wir die nochmal wiedersehen. Aber es wirft halt jetzt auch Fragen auf, ne? Dieser mit den Flügeln, den wir am Anfang getroffen haben, dieser Nightie-Bar, der kann anscheinend ja Nightie-Bars so machen, sogar aus den anderen da. Aus der Landetrupp. Sie war ein Mitglied des Landetrupps, das selbst zum Alpha Nightie-Bar wurde. Ist das das Werk des Ältesten? Dürfte ich mal den Memory Stick sehen?
Hier. Fühlt sich anders an als der Netiba-Älteste. Ich sehe vage den Umriss eines Netibas mit schwarzen Schwingen. Oh, der ist gar nicht der Älteste. Schwarze Schwingen? Von ihm wurden Taki und ich angegriffen. Ja, das muss er sein. Aber wieso? Ich fühle den Hass, aber ich kann nicht seinen Ursprung erkennen. Wieso? Wieso hasst er uns? Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen und Nativas derart bekämpfen. Aber das... Kannst du ihn ausfindig machen? Das ist mir unter den gegebenen Umständen noch nicht möglich. Selbiges gilt auch für den anderen Alpha-Natiba. Na schön. Besorgen wir noch eine Hyperzelle. Wohin verschlägt's uns diesmal? Die Hyperzelle befindet sich... Trommelwirbel. Im äußersten Osten der Wüste, in Ebbes-le-Voir. Da war ich doch schon. Es wird erneut nicht leicht werden. Na dann los. Oh, ja. Nein, ich würde mir jetzt erstmal angucken, ob neue Nebenquesten und so da sind. Wir haben immerhin einen großen Spielabschnitt geschafft. Sie begleiten mich. Okay, da hätte ich mich gar nicht einblenden brauchen. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, wird das kein leichter Kampf werden. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich verspreche, ich werde ihn aufspüren und er wird dafür bezahlen. So eine Gelegenheit wirst du aber nicht zweimal bekommen. Was hast du gesagt? Schon gut. Bereiten wir uns einfach auf Le Bois vor. Kommt zum Unterschlupf, wenn's losgehen soll. Sie ist ganz schön wütend. Dachte ich mir nämlich. Schaut euch das an. Ganz viele Questen. Oh, Telefon. Das ist unten, ne? Rup. Du bist der Engel. Das bin ich. Du verstehst das nicht. Du hast ja alles. Du hast Macht. Ach, deshalb kannst du deine Mission fortführen, ohne aufzugeben, trotz aller Zweifel. Ich bin mir nie sicher, ob ich meine Mission allein schaffe. Aber es muss getan werden. Ich muss es tun. Deshalb gebe ich nicht auf. Das ist alles. Wie auch immer. Warum sagst du sowas? Ich bin ein Sünder. Ich habe meine Kameraden im Stich gelassen, um meine eigene Haut zu retten. Der Albtraum verfolgt mich. Der Netiba hat Blitze in alle Richtungen verschossen. Sie sind einer nach dem anderen gefallen, wie Bowlingkegel, hilflos. In dem Moment waren mir die Expedition und meine Kameraden einfach egal. Ich habe mich versteckt und bin nach Zion abgehauen, während uns der Hauptmann Zeit verschafft hat. Ich bin ein Feigling. Ich kann nicht mal meine Kameraden rächen. Ich habe genug gehört. Die Sache hat mit Netibas zu tun und das kann ich nicht ignorieren. Wohin wart ihr unterwegs? Zu den verschütteten Ruinen in der großen Wüste. Ein echt schrecklicher Ort. Okay. Okay, wartet mal, war nicht direkt gegenüber quasi auch noch eine Quest? Ja, in dieser kleinen... Das ist doch, ich glaube, das ist da bei dem Teddybärmann. Ich wusste, der Typ hat eine Bedeutung. Das ist bestimmt, weil du bist ein Überlebender von da unten, guck. Hey, geht es dir gut? Was ist mit diesen Spielsachen passiert? Die sehen alle aus, als wären sie kaputt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Es ist alles verloren. Jade. Ich alles. Vergib mir, Jade. Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, wer Jade ist, aber erzähl mir, was los ist. Was? Sie ist zu lieb, ne? Willst du denn? Wer bist du überhaupt, dass du mir Hilfe anbieten willst? Ich bin der Engel. Ich bin Eve, Mitglied des Landetrupps. Auch wenn das gerade völlig egal ist. Ein Engel? Und jetzt bietet mir auch noch ein Engel Hilfe an?
Das habe ich wohl nicht anders verdient. Wieso? Was ist dein Problem? Warum tust du das? Es muss doch irgendetwas passiert sein. Ich hatte mal eine jüngere Schwester. Als der Himmel einstürzte, starb sie und ich wurde verschont. Wie grausam von Mother's Fear. Ja, nun, ne? Ich habe seitdem immer allein mit ihrem Memory Stick gelebt. Und dann habe ich von diesem Ort namens Zion gehört. Als wir dann die große Wüste durchquerten, habe ich den Memory Stick in einem Teddybären versteckt, damit er in Sicherheit ist. Und der ist jetzt am Arsch der Heide? Aber dann habe ich ihn bei einem Nativer-Angriff verloren. Der Teddy wurde von einem Sandsturm erfasst und einfach mitgerissen. Das ist... Ja, seitdem habe ich sämtliche Teddybären dieser Art von den Scavengern hier gekauft. Doch es war alles umsonst. Siehst du, ich habe Dutzende, Hunderte durchsucht. Aber keine einzige Spur von Jade. Und jetzt habe ich nichts mehr. Das ist meine gerechte Strafe. Deine gerechte, also das ist jetzt ein bisschen hart, ne? Es tut mir so leid. Ich bin so dumm. Warum habe ich so etwas in einem Kuscheltier versteckt? Die große Wüste. Sandstürme. Ein Teddybär. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich habe so einen Teddybären schon mal gesehen. Im unterirdischen Versteck von Matrix 11 in der großen Wüste. Sag ich doch. Soll ich mal nachsehen? Nur für den Fall? Das ist doch sinnlos. Es bringt nichts. Ach, Kumpel. Ich habe diese Strafe verdient. Ich jetzt weiß bist nicht, du ein bisschen eine depressiv. Strafe von Mother's Fear oder das Werk irgendwelcher anderer Götter ist. Gut, meine Lieben, wir sammeln hier nächste Mal noch alle anderen Questen ein. Ihr seht, wir haben wieder viel zu tun. Einmal die hier alle einsammeln und dann in die Wüste. In der Wüste müssen wir noch die letzten Codes für den kleinen Roboter einsammeln. Ich habe da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei den armen kleinen Robby da im Stich zu... Also, ich weiß auch nicht. Nahkampfschutz ist ausgebildet. Für die habe ich noch gar nichts, oder? Nee. Kanalratte. Achso, wollte ich euch zeigen, sein Outfit. Das sieht so scheiße aus. Es tut mir leid, aber es sieht super scheiße aus. Also da bleibe ich lieber bei seinem Kanalratten-Outfit. Habe ich neue Ohrringe bekommen? Die habe ich gar nicht. Ich könnte mal bei der Kleinen nochmal gucken. Die hatte Ohrringe. Was ist das? Panzerpaket. Achso. Habe ich da mittlerweile? Nö. Finde ich schon gut. Meine Lieben, wie gesagt, habt einen schönen Tag und haut rein.